zurück mit Dead Island 2, liebe Leute. Ich grüße euch und alle Zombie-Freunde. Zombie-Freunde. Es sind aber verdammt viele jetzt. So, zurück nach Bel Air ist das Ziel, glaube ich. Oh. Wie viele das sind. Da droppte was Gutes. Ist das ein Schlagring gewesen? Haben wir nicht. Ah, doch, hier. Zack. Gar nicht mal so schlecht. Aber nicht so ganz mein Stil. Ah, wie schön das ist. Warte mal, geht's hier noch rum? Was haben wir hier zu liegen? Liebe Moms. Das ist das dritte Mal, dass ich versuche, euch zu schreiben und eigentlich ist das ziemlich sinnlos, weil die Briefe ohnehin nicht durchkommen. Aber ihr habt mir beigebracht, dass es gut ist, mit jemandem zu sprechen, wenn man unter Druck steht und es hilft mir einfach, mir vorzustellen, dass ihr mir zuhört. Ich bin mir nicht sicher, was ich erzählen soll. Wir haben uns im Halperin Hotel verschanzt. Ich fühle mich, als wäre ich irgendwie nicht schick genug gekleidet für diesen Ort. Danke, Mom. Es tut mir leid, dass ich nicht lange geschrieben habe. Okay. Zack. Jawoll. Und du auch. So, zurück geht's. Schauen wir mal, was jetzt unsere Aufgabe ist. Kehre nach Bel Air zurück. Das ist alles bisher. Ja, ich will ein bisschen schauen, dass ich meine Waffen schone, so gut es geht. Wenn natürlich einer im Weg steht, dann muss er dran glauben. Oh, schaut mal, wie viele da kommen. Was ist das für ein Riese da? Oh Gott. Wurfgeschosse, das sollte ich austauschen. Reicht das? Nee, leider nicht. Mit dem Großen da ist, glaube ich, nicht zu spaßen. Ja, geh mal gucken. Ist richtig lecker. Sehr schön. Kommt der Zweite immerhin. Da sind so viele. Ich hätte gern Molotow oder sowas. Ich glaube, das sind zwei Läufer. Das sind die Roten. Eine Riese. Na, kommt jetzt aber auch.
Ja, das reicht jetzt, sehr gut. Geh mal rein. Drill Sergeant. Oh. Oh, der hält aber eine ganze Menge aus. Das interessiert den nicht so richtig. Oh. Schaut mal, wie wenig der hält mehr aus als die Braut. Aber es sieht schon krass aus. Oh, 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 oh. Na. Mal her. Nein! Ja, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, also Space zum Springen und Alt zum Blocken ist einfach zu nah beieinander und man muss halt, wenn man WASD benutzt, mit dem Daumen da so runter, das ist irgendwie nicht ideal. Warte mal, jetzt bin ich direkt wieder hier, oder was? Okay, das ist aber sehr fair. Es ist echt unfassbar, wie viel der aushält. Wer schreit da? Guck mal her, gibt's hier nicht irgendwas Brennbares? Ich glaube, er brennt ganz gut. Da vorne. Ich brauche dieses. Nicht so nah ans Wasser. Komm mal her, du Pfeifenheini. Komm mal mit. Oh nein, es verschwindet allmählich. Ach Mist. Ja, das hat nicht geklappt. Was ist das hier? Oh, den hat bestimmt er. Wie, was? Einer hat nicht gereicht. Das mit dem Feuer klappt nicht so ganz. Muss ich die vorher übergießen? Kann das sein? Weil die brennen auch nur so minimal. Und das schadet denen halt gar nicht. Hm.
Ihr Ochsen? Klappt das bei denen? Nee, das interessiert die überhaupt nicht. Ja, ist die Frage, lohnt sich das jetzt? Oder kann man das im Grunde lassen? Die sind ein bisschen zu stark für mich jetzt noch, also... Ah, jetzt brennt sie, sehr gut. Also man muss sie selbst so ein bisschen damit... träufeln. Oh, schaut euch das mal an. Oh, ist das fies. Oh. Nicht weg. Naja, das ist schon das Stärkste. Komm, den kriegen wir jetzt auch noch. Komm, wir spielen Golf. Komm, 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 das schaffen wir, das schaffen wir. Immer noch nicht. Militärisches Messer der Wachsamkeit? Haha, sehr gut. So, ciao, genug gesehen. Also die sind nicht ohne, die sind nicht sonderlich schnell, aber die hauen ordentlich rein und die halten richtig viel aus. Und Stromschläge scheinen denen nichts ausgemacht zu haben. Die lassen sich von dem Fleischköder nicht locken. Okay, bin gespannt, was da noch kommt. Okay, just gotta tell Emma about this doctor and she'll persuade Sam and the others to come with us. I am getting out of here. Fuck yeah. Bei dem Quest Clickbait. Now it's raining zombies? Ist doch hier von dem YouTuber, oder nicht? Okay. Wo seid ihr denn? Oh Gott. Zack. Noch eins höher. Was war das? So, es ist inzwischen Nacht.
Weiß nicht, ob sich da was ändert von den Zombies her. Nee, warte mal, das ist hier aber... Ich will nicht abhauen. Ich bin schon der Meinung, dass es hier draußen war. Da oben war das. Ach, da oben. Es geht also noch mal eins höher. Sprich mit dem lauten Gör. Hey, over here. Hey, Superfan. It's about time. Was starting to think all my followers were bots. So, where's our ride out? Private jet, chopper, jetpack? What? Who are you? Doy. I'm Amanda Styles. LA's top trending girl in the juicy flesh. But, oh, fuck! You didn't see my video? Thought it uploaded for sure this time. Why are you exploding zombies? Oh, don't tell me you're filming this. Yep. Catching this shit show on camera. When my videos of flying zombie guts go viral, they'll be racing to send it to choppers to save our butts from LA. I guess it could pressure the government to break quarantine and come rescue us. Right? Problem is, it's pretty hard to get good footage while killing corpses. Oh, shit. Idea! We collaborate! We lure suckers up here, you finish them off Amanda style, and I get crystal clear shots. All right, I'll kill some zombies for your video. Just make sure I don't turn into a fucking meme, okay? Then let's fucking go! Blast some tunes and knock any loser that shows up off the motherfucking roof! Let them bodies hit the floor! And no swearing in the first minute. I'm already on two strikes. Ja, die Musik ist hier natürlich aus, weil ihr wisst, YouTube und so, aber... Meuchelrock an. Würde ich sowieso nicht hören wollen. So, da kommen ja schon die Ersten. Ah, das ist nicht Strom. Auch nicht. I am sure this content violates the terms of service. Ciao. Wie gut. Die Waffe haut ordentlich rein. Ne? Zack. Ihr kriegt alle was ab. Auf
jeden Fall ein gutes Spiel, um sich abzureagieren, falls ihr irgendwie Frust aufgestaut habt oder so. Kann man ordentlich austeilen. Oh, oh, wie die Augen raushängen. Zack. Das sind ganz schön viele, ey. Kommt mal vor hier. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt zählt, weil sie steht hier, aber... Am Ende des Tages ist es eben doch nur ein Spiel. Renn mal für mich. Ich hab euch gleich. Ja. Oh. Kommt ja noch einer. Komm mal hier, warte mal, ich muss mal kurz hier was trinken und essen. Fall mal runter. Warte mal kurz. Was ist denn? Oh! Jetzt ist Ruhe hier. Oh, wie viele da kommen, das gibt's doch gar nicht. Achtung! Na, explodiert das nicht? Ey, wie lang zieht sich das denn jetzt?
Ey Leute, ohne Witz, ne? Ich sehe jetzt erst oben rechts, dass ich ja hier quasi Aufgaben habe, also einzelne Aufgaben. Das ist einfach mal das so im Tunnel hier mit diesen ganzen Zombies und was hier passiert. Ich soll die vom Dach schmeißen. Ich schon gewundert, das ist viel zu lang für eine Mission. Das ist. Da stimmt was nicht. Warte mal. Zählt das hier? Auf Gliedmaßen und dann los. Was heißt das denn? Zählt das? Zwei. Also das Ding ist, sie ist mit Abstand der nervigste Charakter in diesem Spiel. Und aber andere Zombie-Spiele haben nur solche Charaktere. Oh Gott, jetzt ist da so ein Riese, ey. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Steh mal auf. Sehr gut. Mal, kann ich die zusätzlich anzünden? Wahrscheinlich eher nicht. Die brennen. Fünf. Was
Müssen wir eine andere Ecke suchen? Das sind gerade ein bisschen zu viele hier. Komm mal her. Das war's. Denkwürdige Szene, ja, der Große, das wird ein bisschen schwierig, ich weiß nicht. Ja, komm her, genau, sehr gut. Das war doch schon mal gar nicht so verkehrt. Na, er brennt schon mal. Nicht fallen, nicht fallen. Haben wir es dann? Oder? Weil sie nichts sagt? Ah. Ah, okay. Brennender Geher hier. So, haben wir es dann? Can I call you Bestie? I don't want to alarm you, but that was awesome! We are going to be so famous when this goes live. Yeah, I was pretty good, huh? But we did this to get rescued, right? That's still plan A, but no reason I can't raise my name value too. Not that either's happening without a stable internet connection. There's a group of us holed up at Emma Jaunt's. You can figure out how to, you know, upload there. What? Bestie? I know you aren't suggesting we break up the team. We can roam this city, creating beautiful content together. We'll get, like, Nobel Peace Prizes for our life-saving documentaries. Let's quit while we're ahead and still have our heads. Okay, I do need to edit this. If we only get one video, it has to pop. But don't go streaming any gold behind my back. Ciao. Okay, so was haben wir denn hier? Schlachtruf. Drücke V, um einen grimmigen Schrei auszustoßen, der den Teammitgliedern in der Nähe einen Zähigkeitsboost. Okay. Zerschlage ihre Abwehr. Schwächen Zombies, okay. Ja, wie gesagt, der Charakter mega lästig einfach. Aber eben realistisch. Fast. Fast One-Hit. Sehr gut. So, zurück geht's. Ja, renn mal damit. Garagenschlüssel.
könnten wir durchaus finden, oder? Na ja, komm, schaut er sich noch 2 Stunden die Waffe. Ist er nicht mehr. Ich habe halt die Hoffnung, dass der vielleicht doch noch mal eine Waffe irgendwo versteckt hat. Ach, schade. Oh, das sieht doch schon ganz gut aus hier. Da ist keine Waffe dran. Leichtigkeit Vorteil. Kommt leider auch nicht hoch, so wie es aussieht, oder? Das wäre natürlich eigentlich ganz cool, wenn ich hier irgendwie hochkommen könnte. Aber sieht fast nicht so aus. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Hier liegt eine ganze Menge rum. Gib mal ein bisschen was. Sehr schön. Hackmesser. Oh, look at this. Noch ein Streitkolben. Ach, da unten. Scharfkantiges. Toni, der Geldgeile. Schwesterchen, du hast Glück, nicht hier zu sein. Toni Oberschmarrer St. Clair ist gerade aufgetaucht. Okay. Nichts weiter. Schade. Schade, schade. Ich würde halt schon ganz gern nach oben. Von außen kommt man da scheinbar auch nicht rauf. Keine Ahnung, wie man an diesen Schlüssel kommt. Das ist ja schon mal was. Oh! Ja, das hat auf jeden Fall gewirkt. Aber ich glaube, hier kommt noch einer. Wo bist du? Schauen wir mal, da haben wir noch eine Waffe. Ich
Komme ich da hinten irgendwie durch? Aber das sieht fast nicht so aus. Ich höre hier doch einen. Ach nee, das ist hier der Wasserkanister. Sehr gut. Rechen, nee. So, gehen wir nochmal rein. Was haben wir denn? Das würde ich ganz gern reparieren. Das Messer ist wirklich super. Beschützer und... erhöht die Angriffskraft, verringert dafür die Kraft. Also den Schaden wahrscheinlich. Das reparieren wir hier mal schön. Wer weiß, wie lange wir das noch gebrauchen können, aber im Moment schon noch. So, kehre mit den Neuigkeiten zu Emmas Haus zurück. Was ist denn mit ihm? Schwarmgeier? Wie gut, ey. Das ist hier wie bei Hunt Showdown. Ist doch gut jetzt. Was soll ich machen? Ich muss ihn erst erledigen. Oh, ist das ekelhaft. Aber auch cool irgendwie. Warte mal, da sind wir schon am Haus. Was haben wir denn hier unten? Bin ich da ursprünglich hergekommen? Kann das sein? Ja, hier war doch auch das Auto. Ja, ja, doch. Stimmt. Die haben ein gutes Vertrauen. Hui. So, da bin ich wieder. Bin ich vermisst. Contact. Are they coming to rescue us? No, but there's a doctor in Santa Monica. We need to get to him. We? What's this we? I think the survival of the human race may depend on the blood in my veins. Really? Okay, look, that made me sound like an asshole, but they are making a vaccine and they need me. Well, sounds like you're the star of the show now. Break a leg? I don't think I can make it alone. But with Sam and everyone else here, I think we could do it. We could all get out, right? There's no way you'll get Sam to go. He's made that very clear. Well, sure, I can't. But you could. Just put that Emmajaunt magic to work. I'm not a total egomaniac. I don't know why you think Sam would risk everything for me. I just know how much he cares for you. He had his chance. Hey, wouldn't you like to see him come crawling after you? Be honest. This is too big. I'm not doing anything till I talk to Michael. I'm surprised he hasn't stuck his nose in already. Well, I'll find him. You just think about Sam, crawling on his knees.
nur für Carla und Ryan. Wir sind Ryan. Du fängst gerade erst an. Wenn du in rascher Folge Angriffe blockst oder durch Zombies Schaden erleidest, erhältst du einen kleinen Schadensboost, der mehrfach gestapelt werden kann. Sehr gut. Nein, Robert insisted. Turns out the idiot did something useful for once. Okay, ich schau gerade mal oben auf dem Kompass, der keiner ist. Ah doch, das ist ein Kompass. Is this what you wanted, Robert? One final fuck you. Is it... Michael! Was ist denn? So, ich verkaufe dir erstmal ein bisschen was hier, guck mal. Das brauche ich nicht. Das Ding ganz nett, nutze ich aber nicht. Das ist ein bisschen zu langsam. 103 ist mir persönlich auch ein bisschen zu wenig. Der Golfschläger ebenfalls. Okay, kaufen. Was hast du denn für mich? 148. Ja, auf jeden Fall. Das können wir gern machen. Schwere Angriffe laden schneller wieder auf und verbrauchen weniger Ausdauer. Wenn Medkits in einer Werkbank herstellt. Preis 0. Na ja, dann. First Aid brauche ich nicht. Du brauchst Sicherung, um an Schätze zu kommen. Oh. Gib mir mal 2. Das hier sind Teile. Alles klar. So. Hier haben wir die 148. Schauen wir mal auf ein paar Upgrades. Vorteile. Was hatten wir denn hier? Angriffsgeschwindigkeit ist nicht nötig. Erhöht die Haltbarkeit und Kraft. Machen wir das mal. Da ist er doch. Ach, Michael soll ich überzeugen. Hey, keep it down. Unless Michael's got some secret seismic data he wants to share with me, I don't want to hear his name again. Michael! Ach, Curtis ist hier. Ah, wie cool. I thought I'd seen it all. You can live too long. Tja, nur Michael ist nicht hier, aber hier geht's noch runter. Ich vermute mal, draußen wird er nicht sein. Schwer zu sagen. Michael. Wo ist der Junge? You tried his room? Go down here, take the stairs on the right. This place is fucking huge, huh? What? Go down here, take the stairs on the right? Was? Go down here. Will you hold on? Sorry. Can you just tell me where Michael is? Gone. Out there. Oh, fuck. What did you expect? He was a supporting lead. Then this, Joe and Sam, and suddenly, poof, he's written out. Hey, look, take a breath. Where is he gone? Get off me. Somewhere. I don't know. To get her to notice him again. God, is he addicted to being treated like shit? Let's face it, Emma's a total... Hey! You don't get to talk about her, okay? You know nothing about Emma. Okay, okay. Jesus. Shit, I gotta find him. Why'd you care? Well, apparently we need him. I mean, we do need him. We need everybody. I wonder if he would... He took his keys to his place in the hills. Well, then I'm going there.
moves in some really fucking mysterious ways sometimes. Perdóname, Dios. This is pushing it even for him. Okay, sooner I leave, sooner we are back. And I will pray for Michael. Oh, nice. Also für uns geht's nach Beverly Hills in der nächsten Folge und dann finden wir ganz bestimmt Michael wieder. Bis dahin, ciao.